Boom, Leute, mein Name ist NimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, wir haben heute etwas sehr, sehr Besonderes für euch, denn wir drehen heute Erkenne den Blinden. Das haben sich sehr, sehr viele von euch gewünscht, deswegen haben wir das Ganze heute umgesetzt. Auch wenn ihr immer passende Vorschläge und Ideen habt, schreibt mir das immer gerne auf Instagram. Sehr, sehr nice, was ihr da teilweise so an Vorschlägen habt. Auch sehr spannende Themen unter anderem. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt weltweit gerade mal 40 Millionen Menschen, die schwerbehindert blind sind. Und in Deutschland haben wir gerade einmal 66.000 Menschen, die blind sind. Das heißt, wir haben heute eine sehr, sehr besondere Person hier. Als blind gilt man unter dem Gesetz, wenn man eine Sehkraft von unter 2% hat. Das heißt, die Person oder alle Personen werden gleich behaupten, blind zu sein, aber tatsächlich ist nur eine Person blind. Sehr, sehr spannende Folge. Ich habe mir auch eine sehr spannende Jury für die heutige Folge eingeladen. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht groß rum, sondern bitten diese Special Jury einmal bitte rein! Ich zitter, Jungs. Wie geht's dir? Alles gut? Bestens, wie geht's dir? Oh mein Gott, der haut das. Mein Bruder, servus, hey. Wie geht's dir? Alles gut? So, servus Männer. Lang nicht gesehen. Ich hab dich vermisst, mein Bruder. Es sind ein paar Wochen. Boah, neue Tische. Neue Pflanzen. Sieht aus wie Ikea. Alles neu. Alles neu. Ja, ich war auch lange nicht mehr hier, Alter. Lange warst du nicht da. Ja, ich war krankgeschrieben. Ich hab Krankschreibung, gelbe Zettel. Einfach der Hautarzt heute. Ich war auch lange nicht mehr hier. Noch nie hier. Das erste Mal. Bro, ich freue dich jetzt endlich persönlich kennenzulernen. Ich kenne deine Videos, der Hautarzt, Bro. Ich dachte mir, für das Thema passt ein Arzt in der Jury, weißt du? Ein bisschen Expertise mit reinnehmen. Es wird spannend, glaube ich. Ja, es wird gut. Wir drehen nämlich heute Erkenne den Blinden. Erkenne den Blinden. Das wird hart, Jungs. Stand auch sehr, sehr lang schon bei uns in den Top-Kommentaren. Spannungsfeld, ne? Muss man auch immer gucken. Ja. Und man muss vorsichtig sein. Man muss vorsichtig sein. Ich finde, also, ich habe extrem Respekt davor, weil ich finde, so, das Augenlicht verlieren ist das Schlimmste, was einem passieren kann. So. Deswegen ist auch spannend dann, ob die das von der Geburt an haben oder erst irgendwie im Laufe des Lebens bekommen haben. Ne? Bro, ich weiß ein bisschen, wie das ist. Vor ein paar Jahren, ich habe ein Experiment gemacht. Stimmt, 7 Tage in Schlafmaske, nur um zu sehen, wie das ist. Ich wollte die andere Sinne so höher entwickeln oder mehr auf die andere Sinne konzentrieren, so richtig. Wollt ihr mir sagen, dass das ein Mensch ist? Ryan ist außergewöhnlich. 7 Tage lang? Ja, das war geisteskrank. Zeig euch wieder. Ich wollte sehen, wie es ist, ob ich dann, weil blinde Menschen, die nicht sehen können, die können in der Tat, wenn die hier stehen, merken, diese Seite ist eine Wand, diese Seite ist offen und ungefähr was im Raum ist. Vom Echo, was zurückkommt. Ja. Die hören es. Wie war das erste Mal, als du wieder die Blinde abgenommen hast? 5 Tage. Ich war total lost. Aber wie war das erste Mal, als du es dann abgenommen hast? Hat es dann wehgetan? Brutal. Ich war so eine halbe Stunde lang. Ich hätte voll Angst irgendwie so. Ich hätte es niemals durchgehalten. Kann da irgendwas passieren? Nee, 7 Tage ist eine kurze Zeit dafür. Was ist, wenn man jetzt ein Jahr lang das machen würde? Also deine Augen, der menschliche Körper kann sich sehr schnell an neue Sachen gewöhnen, so muss man sagen. Das, was du gesagt hast, ist auch eine gute Sache. Also das Gehirn benutzt die Energie, die es hat, dann für andere Dinge, zum Beispiel zum Hören. Im Sinne von Umformatierung des Gehirns, das ist schon so Neuroplastizität, sowas. Das war verrückt. Bro, Sachen, wo wir nie daran denken. Einfach anziehen, Zähne putzen, Wasser einschenken. Für uns ist easy, aber wenn du nicht sehen kannst, das sieht so aus. So. Bist du auch rausgegangen? Haben dich andere Menschen gesehen mit der Maske? Nee, Bro. Nee, das war so ein private Experiment nur für mich. Stell dir vor, du würdest das heutzutage machen. Die Leute würden denken. Zeige ich ein bisschen heute. Ich zeige dir, wenn ich das noch hinkriege, was ich kann. Bevor die Kandidaten reinkommen, wenn ich das richtig verstanden habe, in Deutschland, blind zählt ab 2% Sehkraft oder weniger, dann bekommt man so schwerbehinderte Blindeschein und dann Geld. Also manche Leute sehen 10%, 30%. Ja, man muss immer dazu sagen, es gibt 2% ist so ein Richtwert. Es gibt natürlich zwei Sachen. Einmal Visus, also Sehschärfe, was du siehst, und es gibt auch Gesichtsfeld. Also das sind so zwei verschiedene Sachen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das Herausfinden des Blinden wird wiederum eine einfache Sache, oder? Was sagt ihr? Das kann gut sein. Ich bin auch gespannt, wie die gleich reinkommen werden, ne? Ich finde das so geil an diesem Format, weil man lernt so viele neue Leute kennen, weißt du? Weil sonst hat man ja gar keinen Bezugspunkt normalerweise so zu Blinden. Hast du schon mal mit einem Blinden irgendwie was? Nee, noch nie. Nicht mal gesprochen. Ich kenne leider auch keinen, Alter. Deswegen voll interessant. Also ich kenne niemanden, der blind ist. Habt ihr Durst, Männer?
Immer. Auf jeden Fall, Mann. Jo. Dann gönnt euch gerne Waterdrop, denn es gibt nämlich auch neue Geschmäcker bei Waterdrop. Das ist Mikro-Energy, das ist mit Koffein. Es gibt so verschiedene Sachen. Also es gibt normalerweise, sind die Drops immer ohne irgendwas. Ist so wie, als würdest du Früchte quasi noch mal ins Wasser tun, weißt du? Eistee Pfirsich, Digga. Die sind neue. Es gibt auch für Sport beispielsweise auch Elektrolyte und sowas, auch wichtig. Heidelbeer, okay, ich probiere Heidelbeer. Was sagt unser Arzt zu Elektrolyten? Elektrolyte, insgesamt Elektrolyte und auch Trinken, unfassbar wichtig. Dass viele Leute, also ich bin ja in der Dermatologie, viele Leute fragen mich, welche Creme soll ich benutzen? Meine Haut ist trocken. Aber das Erste, was man tun muss, ist hier einfach genug trinken. Deswegen, an der Stelle muss man sagen, durch Waterdrop trinkt man doch einfach viel mehr. Bro, wie du das erklärst, du klingst so professionell, ich habe Bock, richtig mehr zu trinken. Mashallah. Mashallah. Tata Kalam al-Arabiya? Ein bisschen. Welche Sprache sprichst du? Kurdisch. Ah, Kurdisch. Rojbash, Chawai. Rojbash. Asbash. Okay, ja, dann checkt unbedingt Waterdrop über den ersten Link in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und checkt auch unbedingt die neuen Geschmäcker. Eistee schmeckt sehr, sehr lecker, finde ich. Wie findest du Eistee? Also dafür, dass das nicht mal richtig fertig ist. Man muss ja ein bisschen warten, ja, oder? Ja, bis das komplett aufgelöst ist. Schmeckt krank, Mann. Das ist geil, ne? Mhm. Okay, dann würde ich sagen, schlagen wir gar nicht was rum, oder? Ja, sondern bitten unsere Teilnehmer einmal bitte rum! Mein Gott, wie spannend. Das ist krass, Mann. Ich habe zu viel, so krass Respekt davon, ne? Ich auch. Ich bin das echt so fasziniert. Ich habe so viele Fragen auch, ne? Yo. Ich habe auch Angst, was Falsches zu sagen, ehrlich gesagt. Ich habe Angst, dass Ali was Falsches sagt. Nein, ich bin vorsichtig halt. Ich bin vorsichtig. Natürlich, ey Leute, auch an euch, ne? Wir nehmen das hier alles ernst, aber es ist immer noch eine Show, so, weißt du? Eine, wir müssen ja im Prinzip, drei von uns lügen uns an. Ihr müsst auch nicht auf alles antworten, ne, was wir euch fragen. Genau. Also wir bleiben freundlich, lustig, aber trotzdem zeigen wir Respekt. Genau. Und wenn irgendwas so weit geht, einfach sagen. Safe. Ich bin so gespannt. Man muss sich auch vorstellen, einer von denen weiß auch gar nicht, wie wir aussehen und so, ne? Also weiß gar nicht, wie die Location hier aussieht und alles. Ich habe eine Frage an euch alle. Wer von euch findet es hier gut aus? Ja, das war zu erwarten. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich dachte, vielleicht können wir direkt einen raushauen. Okay, dann fangen wir mit der ersten vorne rechts einmal an, bitte. Okay, hi, mein Name ist Sarah, ich bin 27 Jahre alt und ich bin blind. Ich bin späterblindet und meine Augenkrankheit heißt Retinitis Pigmentosa, also kurz RP. Das sagt mehreren Leuten etwas. Gibt's das? Ja, das gibt's. Das ist so an der Netzhaut, an den Pigmentzellen. Das sind die Stäbchen, die zuerst quasi absterben oder die machen, dass die Netzhaut kaputt geht. Man muss sich das so vorstellen, an der Netzhaut sind so mehrere Schichten. Einmal diese Zäpfchenstäbchen, die für die Lichtwahrnehmung zuständig sind und dann noch so eine Epithelschicht mit so Pigmentzellen. Und an dieser Stelle ist es dann quasi beeinträchtigt. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 27. Wie alt warst du, als du die Diagnose bekommen hast? Also das liegt in unserer Familie, deswegen wir wussten alle, es kann sein, es ist ja eine Krankheit, die wird vererbt. Und ich bin mit 24 erblindet, ja. Das heißt, davor konntest du ganz normal sehen? Ja, also davor hatte ich ein paar Anzeichen. Zum Beispiel, dass ich ja irgendwann nachtblind wurde oder dass ich halt Probleme hatte, also wenn sich die Lichtverhältnisse geändert haben, dass ich in einen dunklen Raum gegangen bin oder halt in einem hellen Raum, dass ich halt einfach nichts mehr sehen konnte, dass meine Augen sich halt dran gewöhnen mussten. Aber ansonsten hatte ich keine Anzeichen und dann ging es halt ganz schnell. 2020 war das. Und wie gehst du damit um? Also es ist jetzt 3,5 Jahre her. Ich habe vieles pausiert. Ich fange jetzt nächsten Monat mein Studium wieder an. Also ich habe das komplett pausiert. Hatte jetzt 6,5 Urlaubssemester. Und jetzt geht es langsam. Ich hatte eine sehr lange Zeit. Da war ich halt in mich gekehrt. Es kam dazu, dass Corona war und man sowieso nichts machen konnte. Ich weiß nicht, ob es Fluch oder Segen ist, denn immerhin bin ich halt nicht die Einzige, die komplett aus dem Leben gerissen wurde. Es ist ja jedem passiert. Deswegen, es war eine schwere Zeit. Ich war kurz davor, mit meinem Freund zusammenzuziehen und dann bin ich bei meinen Eltern geblieben. Ja, wurde dann noch verlassen. Warum bist du bei deinen Eltern geblieben?
Weil ich mich erstmal an die Situation gewöhnen musste. Ich kam nicht mal mehr bei uns zu Hause klar. Aber war das so, dass das auf einmal weg war oder wie verstehe ich das? Ach so, ja, nee, es war ein relativ kurzer Zeitraum. Also es war ungefähr so 3-4 Monate. Es fing halt an, dass mein Augenlicht einfach weniger wurde. Und mit der Zeit, also nach 4 Monaten, waren es dann bei ungefähr 2%. Also du erkennst im Prinzip gar nichts? Doch, ich erkenne was. Was erkennst du? Also ich sehe sehr viel Licht. Das blendet mich trotz der Sonnenbrille immer noch ein bisschen. Und ich sehe leichte dunkle Kreise hier vor mir eher auf der rechten Seite. Aber ansonsten ist es halt sehr verschwommen. Also es ist nicht so, dass ich einen Tunnelblick habe oder so. Das ist nicht der Fall. Ich sehe einfach komplett verschwommen, als würde ich ja durch Nebel schauen. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Aber es ist halt immer schwierig. Also es ist schwierig zu erklären, was man sehen kann. Ist die Krankheit heilbar oder... Also stand jetzt nicht. Ich bin auch gerade mit meinem Augenarzt dran, zu schauen, wie die Krankheit vererbt wird, weil das war natürlich meine erste Frage. Wie ist das für meine Kinder? Momentan sieht es danach aus, also wir haben den Stammbaum noch nicht ganz fertig, aber momentan sieht es danach aus, dass die Krankheit eine Generation überspringt. Denn meine Eltern und auch die Generation von denen, meine Tanten, Onkel, keiner ist betroffen. Ob jemand dieses Gen in sich trägt, das kann natürlich sein, es muss nicht bei jedem ausbrechen. Ich bin jetzt nach meinem Opa die Erste, bei der das ausgebrochen ist. Sarah, bei wie viel Prozent liegt deine Sehkraft jetzt? Jetzt bei circa 2%. 2%? Ja, also insgesamt auf beiden Augen. Kannst du erkennen im Raum ungefähr, wo die Wände sind? Nein, die kann ich nicht sehen. Ich kann die halt ertasten. Kannst du hören, zum Beispiel, ja, ob an deine linke Seite oder rechte Seite eine Wand näher ist? Also ich kann hören, ich weiß auch ungefähr, wie weit entfernt du bist. Also ich kann es halt nur schätzen. Aber ich würde sagen, das sind vielleicht 4-5 Meter. Aber das kann man natürlich einschätzen. Dadurch, dass ich lange sehen konnte, ist es ja auch so, dass ich mir vieles vorstellen kann. So, ich weiß ja, wie das war. Deswegen ist das für mich jetzt nicht das Problem. An deine linke Seite ist eine Wand. Könntest du sagen, ungefähr wie weit weg du bist von der Wand? Ach so. Deine linke Seite? Ich weiß nicht, also auf keinen Fall mehr als 2 Meter. Ich habe da riesen Respekt vor, also wenn du jetzt wirklich die echte Blinde bist, dann vollsten Respekt, weil du bist voll positiv, gehst damit voll gut um, so. Weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich meine, ich bin 24 und ich könnte von heute auf morgen nicht mehr sehen, das wäre, finde ich, so einer der schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Und du wirkst so voll happy. Zufrieden. Ja, naja, also es ist ein harter Weg gewesen. Ich habe sehr lange gebraucht. Ich habe ein Jahr lang niemanden gesehen. Nicht meine Freunde, also nur meine Familie halt, nicht meine Freunde. Na klar waren die Umstände von Corona auch ein bisschen so, dass es nicht ging. Aber ich wollte auch nicht. Also ich wollte überhaupt nicht. Und dann hat meine Schwester zu mir gesagt, Sarah, du kannst jetzt nicht so weitermachen. Du musst weitermachen und zwar positiv. Du musst alles neu erlernen. Voll emotional, sorry. So dass ich dann gesagt habe, okay, ich mach das jetzt, ich mach weiter. Ich habe mich damit beschäftigt, wir haben tausende Anträge ausgefüllt, alles, was man machen muss. Ja, ich würde sagen, jetzt seit einem guten Jahr oder seit einem halben Jahr, ja, bin ich also okay damit. Ich glaube, so 100% ist man niemals, also kann man sich da niemals wohlfühlen, sag ich mal. Aber ja, ich versuche einfach so gut es geht weiterzumachen. Deswegen fange ich jetzt das Studium auch wieder an, mach das weiter. Was studierst du? Jura. Und das war halt schon immer mein Traum und ich habe halt gedacht, ich kann das nie wieder werden. Aber tatsächlich habe ich jetzt einen Richter kennengelernt, mit dem habe ich telefoniert und er hat mir ein bisschen Mut gemacht, sodass ich jetzt weitermachen kann. Und deshalb bin ich jetzt irgendwie hier, weil ich jetzt so weit bin, dass ich darüber reden kann. Ich kann da ganz gut drüber reden und weiß einfach, wie schwer der Weg ist. Aber es gibt einen Weg. Also es gibt einen Weg raus. Und das ist halt super wichtig, dass man diese Message verbreitet. Ja, authentisch. Authentisch. Ich hätte nichts einzuwenden. Also ich würde dir 100% glauben. Das Einzige, was ich einzuwenden habe, ist, dass der Bruder daneben sie die ganze Zeit anschaut. Warum, warum schaust du rüber? Ich wollte das auch die ganze Zeit sagen. Ich wollte nicht respektlos sein und sagen, so jetzt unterbrechen. Ich auch, ich habe die ganze Zeit gewartet. Die anderen zwei hören zu. Der daneben, der schaut die ganze Zeit. Also wirklich zu dir vielen Dank, dass du auch deinen Weg mit uns geteilt hast. Das wirkt sehr authentisch. Der Bruder daneben, ne, der hat die ganze Zeit geschaut. Normalerweise, wenn du blind wärst, ne, du müsstest ja nur zuhören und nicht schauen, oder? Wobei, ich muss sagen, ich schaue auch manchmal nach links und rechts, weil man macht das ja irgendwie. Nein, er hat dich schon abgecheckt. Er hat schon richtig abgecheckt. So geile Schuhe und so, diese Dinger. Der muss sich gleich verteidigen.
Edding, nicht du. Schaust du das Format hier oder hörst du das? Oder wie machst du das mit Unterhaltung generell? Genau, ich habe es noch nie gesehen. Tatsächlich, ich schaue es mit meiner Schwester ganz gerne. Da die Folgen ja auch so ein bisschen länger gehen, schauen wir uns das an wie ein Film. Und sie beschreibt mir ganz viel. Deswegen, ich habe eine leichte Ahnung, wie es hier aussieht. Aber gesehen habe ich es natürlich noch nicht. Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut, wenn sie spricht, ne? Ja, also ja. Ungelogen. Wie würdest du es beschreiben, diesen Raum? Was glaubst du, wie es aussieht? Also ich weiß, dass es eine große Halle ist. Ich meine, das höre ich jetzt auch heute. Ich habe es mir, glaube ich, kleiner vorgestellt. Meine Schwester hat gesagt, das ist eine kleine Halle, wo halt ein Schreibtisch oder ein, zwei Schreibtische drin stehen, je nachdem, wie viele Leute da sind. Ja, dass halt die Kandidaten halt direkt vor den Schreibtischen stehen. Und das war's. Und dann komme ich hier rein und es hallt so doll. Deswegen, es fühlt sich an wie eine sehr große Halle, nicht nur wie eine kleine Halle. Aber ja, mehr weiß ich leider nicht. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem Nächsten weiter, bitte. Hallo, ich bin Delsha, 20 Jahre alt und ich bin der Blinde. Er muss selber lachen. Guck mal, Bruder, ich bin blind, aber ich bin nicht taub. Wenn ich jetzt ganz geradeaus gucke, bringt mir ja auch nichts. Erzähl mal, wie ist das entstanden? Also hast du das seit der Kindheit, dass du das... Ich wurde mit 20% Sehrest geboren und dann ab 8 hatte ich dann 2% Sehrest. Wie kommt's? Also was ist die Ursache davon? Ja, genetisch veranlagt. Ne? Mein Großvater, also mein Opa, der hatte auch... Sag einfach das Gleiche wie Sie. Bruder, ist halt so, was soll ich machen? Wie alt bist du? 20. Ich glaube, das ist gelogen. Und seit wie lange bist du bei... Er hat mich angeguckt, Bro. Guck. Ich habe doch deine Stimme gehört. Also, guck mal, er ist ja nicht so alles oder nix. Ich höre doch was. Und Ryan, wenn Ryan von links was sagt, natürlich gucke ich nach links. Aber das macht ja keinen Sinn. Wieso? Wieso sollst du ihn denn angucken? Du hörst ja nur. Wieso sollte ich jetzt mit dir reden, Du guckst mich ja gerade an. Ich höre, deine Stimme kommt doch von da. Und du, ja, aber dann guckt man doch nicht genau in die Richtung. Also, guck mal, Bruder, mach wir sitzen vor. Ja, wir sitzen ja auch alle nicht weit entfernt voneinander. Bruder, guck mal, ich weiß ja nicht, wie es ist anders. Also, ich kenn's ja nicht anders. Seitdem ich geboren bin, habe ich diese erstmal Sehbehinderung und ab 8 Jahren sogar bin ich blind und ich muss ja schon mein ganzes Leben damit umgehen. Kam das plötzlich oder nur immer zunehmend? Bitte? Kam das plötzlich oder zunehmend, dass du immer weniger sehen konntest? Immer weniger, ja. Kannst du Blindenschrift? Ja, kann ich. Kannst du? Wenn ich jetzt ein Medikament gebe, kannst du es mir so sagen, was... Bruder, komm, ich kannst, du, kannst du oder kannst du nicht? Ich kann, aber willst du, dass die Folge... Ich hol raus, Bruder. Bruder, willst du, dass die Folge zu Ende ist? Komm, gib mir und ich mach... Aber dann ist die Folge zu Ende. Warum ist die Folge dann zu Ende? Ja, weil wenn ich das weiß, ist klar, dass ich das bin. Lass uns mal ein bisschen das Thema weg. Was machst du privat? Arbeitst du? Ja, bei meinem Vater im Dönerladen. Telefonate annehmen, ne? Telefonate? Ja. Seit wann ein Dönerladen-Service? Seit wann? Der muss selber lachen. Der muss selber lachen. Weißt du, warum ich lache? Ich glaube, guck mal, ich sag dir, was ich glaube. Ich glaube, in 2-3 Stunden stehst du hinterm Spieß, Bruder, fragst, mit Zwiebeln oder ohne Zwiebeln. Das ist, Bruder, das denke ich mir, Bruder. Bruder, ich mach keinen Döner. Du machst keine Döner? Jo, ich bin blind. Bische, ich möchte wissen, hast du einen Sehbehinderte-Ausweis? Ja, damit fahre ich auch immer Zug und so. Dieses. Wie ist es in Deutschland? Ab wie viel Prozent Sehkraft bekommt man so einen Ausweis? Wenn du 2% hast, bist du ja blind, dann kriegst du auch so einen. Es gibt noch so Zusatzbezeichnungen, Merkzeichen. Ein was kriegt man? Es gibt noch so Zusatzbezeichnungen bei diesem Behinderten, Schwerbehinderten. Bin ich blind oder bin ich Doktor? Ja, nee, ich weiß nicht. Es gibt so... Nur weil ich blind bin, muss ich ja nicht Fachbegriff... Ich bin schon blind. Andere Frage. Trägst du manchmal hier so eine Binde, Nein. damit die Leute das erkennen? Nein. Darf ich dich nochmal fragen? Trägst du manchmal so eine Binde, damit das andere erkennen? Also ich habe eine Armbinde, ich habe auch einen Anstecker mit den 3 Punkten, aber ich trage die nicht. Ich laufe halt meistens mit Blindenstock und es reicht, wenn man einen Kennzeichen hat. Und ein Blindenstock kennzeichnet einen Blinden und das reicht aus. Ja, mir war nur die Frage, ob ihr überhaupt damit so mal irgendwas zu tun hattet, weißt du? Er zum Beispiel sagt, er hatte das noch nie. Aber das glaube ich nicht. So generell so die Anfangszeit, wenn du blind bist, ne, in der Öffentlichkeit, damit die Leute das wirklich wissen. Ich glaube, der andere weiß jetzt erst, dass es so eine Binde gibt. Was ist denn auf der Binde drauf? Wie sieht die Binde aus? Welche Farbe? Was, Bruder? Wie sieht die Binde aus? Ja, ist halt so eine Binde. Kapitänsbinde. Kapitänsbinde. Geh wieder Dönerladen. Bro, wir können Binde. Okay, ey, dank dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter. Ey, ich schwöre, mit ihm macht das Spaß, ja? Ich bin Linus, ich bin 19 Jahre alt und hatte vor 2,5 Jahren einen schweren Motorradunfall, bei dem ich erblindet bin. Ach Scheiße, und was ist da passiert?
Also mir wurde die Vorfahrt genommen. Ich bin 25 Meter weit geflogen, dabei sehr stark am Kopf verletzt worden. Ich hatte später ein anschwellendes Gehirn im Krankenhaus, wodurch ich auch eine Woche im Koma lag. Später in einer Reha-Klinik, wodurch mein Gehirn auf meinen Sehnerv gedrückt hat und ich daher erblindet bin. Welches Hirnareal war betroffen? Weißt du das, als Sie die Bildgebung gemacht haben vom Kopf? Ich meine, das war der Frontlappen, aber ich müsste meine Eltern noch mal genauer danach fragen. Ja, aber passt. Passt erstmal. Also es kann überall. Bro, hast du irgendwelche Narben oder so? Nein, ich habe keine großartigen Narben. Hast du Helm getragen? Ich hatte einen Helm getragen. Aber 25 Meter geflogen, keine Narbe? Nicht mal Kratzer am Arm oder so? Also mein Finger war noch ganz schön kaputt, sage ich mal. Also könnte man das vielleicht ganz leicht sehen, aber auch da wird es wahrscheinlich. Linke oder rechte Hand? Das war an der rechten Hand. Und wie bist du damit mental umgegangen mit dem Ganzen? Ich bin danach beim Psychologen gewesen. Ich hatte auch Antidepressiva bekommen über einen längeren Zeitraum. Ich meine, die hießen Mirtachlir. Okay, ja dann danke dir erstmal. Machen wir erstmal mit dem letzten weiter, bitte. Hallo, ich bin Nico, ich bin 31 Jahre alt und ich bin blind. Seit Geburt an? Also bei mir ist es so, dass ich 3 Monate zu früh geboren wurde. Ja, im Zuge dessen bin ich in den Brutkasten gekommen und man weiß nicht genau, ob die Frühgeburt dafür zuständig ist oder die Sauerstoffzufuhr im Brutkasten. Ich konnte dann bis zu meinem 8. Lebensjahr ganz normal sehen und dann mit 8 ist halt eben aufgefallen, dass ich ja irgendwie näher an die Sachen rangehe, die Sachen dichter vor die Augen halte und dann bei Untersuchungen hat man halt festgestellt, dass ich eine Augenerkrankung habe. Die heißt juvenile Makuladegeneration. Gibt's das? Ja. Wie gehst du damit um? Naja, also bei mir war das so, oder ist es so, dass ich sehr offen damit umgehe. Also mittlerweile gehe ich sehr offen damit um. Rede da ganz viel drüber, man kann mich alles fragen. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel sehr viele Witze darüber macht. Also ich nehme das auch mit Humor und Sarkasmus. Und ich glaube halt, dass das die richtige Art und Weise ist, um halt auch die Berührungsängste bei anderen Menschen abzubauen. Also ich bin da mittlerweile ganz locker. Also verstehe ich das richtig? Du hast im Prinzip noch nie etwas gesehen? Nee, ich habe ja gesagt, ich konnte bis zu meinem 8. Lebensjahr normal sehen. Danach habe ich, wie gesagt, wurde halt eben festgestellt, dass ich diese Erkrankung habe. Und ab dem Zeitpunkt habe ich als hochgradig sehbeeinträchtigt gegolten. Dann war es so, dass ich 2014 hatte ich einen sogenannten Sehsturz, so hat mir das mein Augenarzt gesagt. Und dann ist quasi der Sehrest, den ich hatte, nochmal rapide runtergegangen. Darf ich fragen, was du für ein Bild vor Augen hast? Also, was siehst du? Also jetzt gerade ist es so, ich gucke ja geradeaus, ne? Und es ist so, dass man muss sich das so vorstellen, bei mir ist es so, als würde ich dauerhaft durch einen Nebel schauen. Ich habe wie so einen Nebelschleier vor den Augen. Ich habe zusätzlich einen sogenannten zentralen Gesichtsfeldausfall. Das ist halt so, dass ich alles, was in der Mitte ist, sehe ich sowieso nicht. In der Peripherie, also außenrum, kann ich noch Dinge wahrnehmen, Bewegungen so. Ich kann Schatten wahrnehmen, hell und dunkel. Wenn ich jetzt, also wenn ganz nahe Sachen vor meinem Auge sind, kann es sogar noch passieren, dass ich irgendwie vielleicht eine Farbe erkennen kann, aber in der Regel kann ich sie nur erahnen. Ach krass, heftig. Ab wie viel Prozent Behinderung kriegt man einen Schwerbehindertenausweis, weißt du das? Ich gelte ja gesetzlich als blind. Also ich habe quasi, per Gesetz ist es so, dass du ja ab unter 2% als blind giltst. Okay, also das heißt, weißt du, ab wann man als schwerbehindert gilt in Deutschland? Ab wie viel Prozent? Ab 50%. Es gibt ein Merkzeichen bei Grad der Behinderung bei Blinden. Es gibt so Merkzeichen. Kennst du die Abkürzung oder? Es gibt ja mehrere. Genau, und für Blinde gibt es ein oder zwei, aber was steht für Blind? Es gibt also BL für Blind. Ja, ist gut vorbereitet, oder? Ist gut. Ja, ich find ihn auch sehr gut, ne? Aber selbst vorbereitet, das ist das nicht. Ja, vorbereitet oder gut, eins von beiden, aber... Wir müssen uns jetzt erstmal für einen entscheiden, den wir raus wurden. Ich glaub, boah, ich weiß nicht, wer es ist. Ja. Ich weiß nicht, wer es ist. Guck mal, auch gerade, ne? Auch gerade, während er gesprochen hat, Bruder, ich lache mit ihm, er lacht mit. Ey, er lacht mit, Bruder. Wir lächeln, er lächelt mit. Ja, was soll ich sagen jetzt? Also, ja, was? Bro, du hast verkackt. Okay. Okay, ist halt so, ne? Ja, wir sind uns einig, oder? Ja, Bruder, safe. Bruder, dein Vater hat mich gerade eben angerufen. Der braucht Döner, Bruder, er braucht Döner. Der Spieß dreht sich nicht mal allein, Bruder. Hast du ganz gut gemacht, aber du bist es einfach bitte raus. Okay. Als nächstes rausvoten würde ich tatsächlich Mitte, fand ich ein bisschen direkt, wackelig. Direkt? Nee, nicht direkt, wir sprechen ihn noch mal kurz. Deine Tendenz bisher?
rechts. Die Dame fand ich sehr, sehr authentisch. Aber links ist auch stark. Aber ich habe das Gefühl, dass er entweder vielleicht jemanden in der Familie hat, sich auskennt oder in dem Bereich arbeitet oder so. Ne? Weil der wirkt sehr authentisch. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ist mein Gefühl sagt mir rechts. Wir müssen noch ein bisschen rumhaken. Was ist deine Tendenz? Ich glaube links irgendwie. Ja, aber rechts auch. Eigentlich beide außen, glaube ich. Hallo Nico, was glaubst du, wie weit weg von dir wir sind? Also, wenn ich jetzt schätzen müsste, aufgrund des Hörens, würde ich so tippen ungefähr 4 bis 6 Meter. Und vom Sehen? Kann ich ja nicht sagen, sicher nicht. Was würdet ihr denn sagen bis jetzt? Wen würdet ihr am ehesten rausvoten von den Teilnehmern? Mitte. Also auch, weil der, also ein großer Unfall, ja. Und der hat nichts, außer dass er nicht sehen kann. Ja, ja. Also weißt du, was ich meine? Das ist ein bisschen komisch, ne? Weil es müsste zumindest eine Narbe geben. Wenn ich mir vorstelle, dass der Unfall so krass war, dass er... 20 Meter geflogen. Andere Beeinträchtigungen, also so körperlich, ja. Mobilität. Was war nochmal in deinem Kopf, meintest du, bei der Verletzung? Also mein Gehirn ist angeschwollen, dadurch auf den Sehnerv gedrückt, weshalb ich erblindet bin. Wie sehen deine Augen aus? Viele denken, dass die Augen vielleicht verfärbt sind, andere Farbe haben, wie es zum Beispiel beim Grauen Star oder weiterem wäre, was aber nicht immer der Fall ist. Also meine Augen sehen, soweit ich es weiß, ganz normal aus. Ich schiel vielleicht auf ein Auge ein bisschen, aber sonst sehen die ganz normal aus. Genau. Linus, nachdem du nicht mehr sehen konntest, was hast du von staatlicher Unterstützung bekommen? Das ändert sich von Bundesland zu Bundesland, aber bei mir sind es, glaube ich, ungefähr 830 bis 40 Euro. Und bekommt man noch irgendwas vom Amt? Also ich kann jedes Jahr zum Beispiel ein Gehstock beantragen. Gibt es für diese Dinge, also sind das auch Marken? Also haben die Namen? Unter den Marken, da bin ich jetzt nicht so. Wisst du, weißt du, was für eine Marke deiner ist? Nö, das will ich nicht. Sarah, wüsstest du es? Boah, ja. Bruder, der war gut. Der war gut. Der war gut. Ja. Bruder, wenn du die Dinger, das willst du wissen, Bruder. Das ist das einzige Ding, was dich jeden Tag begleitet. Ja, aber ich muss selber sagen, ich bestelle die Dinger nicht selber. Ich habe das mit meinen Eltern gemacht und hab das Ding bekommen. Weißt du, wie dein Stock aussieht? Welche Farbe der hat? Ich meine, den ich jetzt dabei habe, der ist weiß, aber ich hatte vorher auch einen dunkleren, sage ich mal. Okay. Kritisch, Alter. Wie sieht's denn mit Briefen aus und so? Also ich habe eine sogenannte App, die heißt Seeing AI und auch mein ganzes Handy ist über Sprachsteuerung gesteuert. Dementsprechend kann ich mir auch, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt beispielsweise ein Restaurant bin, ich habe mein Stammlokal, da nehme ich mein Handy, kann über Sprachsteuerung mein Handy über die Speisekarte halten. Ach krass. Jetzt wird mir das vorgelesen. Nee, wie sieht's aus mit Briefen, so wenn du mal zu schnell gefahren bist oder so? Ich fahr kein Auto und auch kein Motor. Ach so, man weiß nicht. Du bist gut, Digga. Gibt es trotzdem irgendwie Regelungen mit Kfz-Steuerbefreiung bei Blinden? Und damit habe ich mich noch ehrlich gesagt nicht befasst. Ich hatte jetzt erstmal versucht, wieder ins Leben zu kommen und wurde aber dementsprechend auch noch gar nicht gefragt, ob ich meinen Führerschein abgebe. Also ich habe den noch zu Hause liegen. Fragen wir mal den anderen Kollegen, wie sieht es aus mit Kfz-Steuer bei Blinden? Ich bin ja blind und ich bin Kfz-Steuer befreit. Aber warum? Also hast du ein Auto? Ich habe kein Auto, nein. Warum ist man dann befreit von der Kfz-Steuer? Naja, ich fahre ja kein Auto. Warum sollte ich dann Kfz-Steuer zahlen? Ja, aber das hat ja nichts mit deinem Blindenstatus zu tun. Habe ich dir auch nicht gesagt. Okay, dann jetzt kommt die korrekte Antwort. Einmal bitte an Sie die Frage. Was hat es damit auf sich, Kfz-Steuerbefreiung bei Blinden? Warum macht das trotzdem Sinn? Es macht trotzdem Sinn, da, also ich habe jetzt kein Auto, aber ich werde mir wieder eins anschaffen. Es ist dafür da, dass Leute einen rumfahren können. Und auch man darf das nur dafür nutzen. Also man darf das Auto nicht für private Zwecke nutzen, sondern halt nur für mich dann. Also ich würde jetzt sagen, wir machen einen Cut und schmeißen den in der Mitte auf jeden Fall erstmal raus. Ja, der muss, sind wir uns einig. Ja, ja. Aber der macht irgendwas in die Richtung, ne? Also ich glaube, der macht irgendwas in die Richtung, ne? Darf ich fragen, was du beruflich machst? Also noch mache ich nichts beruflich, aber ich habe vor, Therapeut zu werden. Da gibt es gute Fördermöglichkeiten. Ja, dann danke dir auf jeden Fall, aber ja, wir sind uns einig. Ja, der ist raus. Deswegen müsstest du einmal bitte raus. Ja. So, finale Männer. Ja, also was der Bruder hier gesagt hat, das stimmt, das ist logisch. Eine Person, der nicht sehen kann, bewegt sich eigentlich besser als eine Fake, der spielt. Also, so was ganz Kleines, was ganz Subtiles, ne? Während wir so auch gelacht haben und so, hat der links immer so mitgelacht. Nicht, dass das Blinde nicht machen, ne? Aber sie ist komplett ernst, weil sie möchte wirklich zeigen und den Leuten mitteilen, wie es so ist. Ich hab die ganze Zeit auf die Gesamtbewegung von allen Kandidaten beobachtet. Und der Kandidat links, ich hatte das Gefühl, seine Haltung ist so. Er hat auch die ganze Zeit so ein Pokerface, ne? Ja, als ob das so... Nicht notwendig, ne? Ja, es wirkt so sehr gezwungen, aber manchmal kann er sich nicht beherrschen und muss dann lachen. Jetzt muss er schon ein bisschen grinsen. Dieses Grinsen meine ich. Ja, er versucht nicht zu lachen gerade. Dieses Grinsen meine ich. Okay. Nicht, dass das... Aber Bruder... Oh, so. Ja, die ganze Zeit. Aber Bruder, was ich euch vorher gesagt habe, was ich könnte. Ich, Naim, ich zeig dir kurz,
wenn ich das nochmal hinkriege, was ich gelernt habe, die Entfernung und Richtung von etwas, was ich höre. Aha. Hast du Bock? Ich zeig dir. Ja, safe. Kommst du zu mir? Okay, Bro. So. Guck bitte Richtung Kamera, Bro. Dir eine Schlafmaske an, wie ich damals gemacht habe. Ach, mir an? Ja, ja, einfach, dass sie hier, stehst du hier. Und du wirst merken, das hast du wahrscheinlich nie gemacht. Das ist nur Klettwand hier. Kannst du mich sehen? Nee. Ehrlich nicht? Nee. Okay, aber du weißt, wo ich bin, oder? Ja. Hörst du mich? Ja. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Siehst du? Hier bin ich. Und guck, ich gehe langsam weg. Ich gehe langsam weg. Hörst du mich? Wie sieht's jetzt aus? Ja, ich höre dich, ne? Okay. Guck, ich bewege mich noch ein bisschen weiter. Wo bin ich jetzt? Hinten links. Genau. Ich bewege mich weiter. Und Bro, wo bin ich jetzt? Rechts. Siehst du? Siehst du, wie ich meine? Und jetzt umgekehrt. So, du hast wirklich nichts gesehen, ja? Nee. Okay, Bro. Auf dem Tisch, ich habe zwei meiner Handys liegen. Siehst du? Zwei meiner Handys? Ja. Beide mit meinem Bild drauf. Eine im schwarzen Anzug. Eine schwarzen Anzug mit Samurai-Schwert. Andere Samurai-Outfit mit Samurai-Schwert natürlich. Nimmst du bitte eine von meiner Handys? Ja. Okay. Und redest du die ganze Zeit mit mir, damit ich etwas höre? Hast du eine meiner Handys in Hand? Ja, habe ich. Okay. Und jetzt läufst du ein bisschen weg von mir und versteckst du diese Handy irgendwo in den Raum. Aber rede die ganze Zeit mit mir, dass ich etwas höre. Ach so. Ich hoffe, dir geht's gut, Ryan. Ryan, du bist der Beste. Du bist der Krasseste. Ryan ist wirklich so für mich so ein Phänomen, wisst ihr? Also Ryan ist so meiner Meinung nach so ein richtiger Herzensmensch auch gleichzeitig. Und das Ding ist auch, dass ich Ryan auch mittlerweile sehr lieb habe. Okay, ich hab's versteckt. Ist jetzt weg? Ist jetzt weg? Ja. Okay. Und jetzt rede mit mir die ganze Zeit, komm zurück zu mir, nimm bitte meinen Arm und dann führe ich dich. Also Handy ist jetzt irgendwo weg, oder? Handy ist weg, ja. Okay. Nimmst du meinen Arm? Wo bist du? Ah, okay, Bro. Cool. Und jetzt, ich folge einfach das, was ich gehört habe. Mhm. Also du führst mich nicht, ich führe dich, ja? Wenn du das findest, dann... Nee, weil ich habe gemerkt, das war in die Richtung. Aber ich weiß, weil das ist bei jeder Dreh so, da ist ein Haufen Kameras und Lichter hier. Ich führe dich, ich führe dich. Okay, da habe ich gespürt, ist Tisch. Aha! Das war so weit weg, ich habe von der Hallo Echo gehört. Ich glaube, du bist maximale Entfernung von mir weg. Warte noch darauf, dass jetzt irgendein Zaubertrick kommt. So ein Elefant auf einmal taucht auf oder so. Und du führst mich nicht, ich führe dich, ich führe dich, ich führe dich. Du machst es niemals. Bro? Da sind Leute hier, weil ich weiß, da sitzt Publikum. Ich hab's nicht einfach gemacht. Also ich hab's sehr schwer gemacht. Ah, ich weiß, hier an dieser Seite des Wand. Das ist doch geisteskrank, oder? Und direkt vor mir ist Handy. Und Moment, nimm meine Hand. Also wir mich grüßen. Okay, sag jedes Mal ja. Ich hatte zwei Handys auf dem Tisch liegen. Da ist eine weggenommen, ja? Mhm. Eine liegt hier. Da sind Leute vor mir. Mhm. Irgendwo vor mir, hier ist mein Handy. Ja. Ja? Ja. Eine hatte schwarzen Anzug, eine hatte Samurai-Outfit, ja? Ja. Sag jedes Mal ja. War es Samurai-Outfit-Bild? Ja. War es Anzug-Bild? Ja. War es Samurai-Outfit-Bild? Ja. War es Anzug-Bild? Ja. Anzug? Ja. Anzug? Ja. Hier direkt vor mir steht mein Handy mit Bild. Im schwarzen Anzug, das ist doch geil. Bro. Das ist doch wirklich geisteskrank. Jo! Das ist doch geisteskrank. Starke Show, Mann. Vor allem, ich hab's auch echt schwer gemacht, ne? Also, aber man darf auch nicht vergessen, Ryan ist Zauberer, ne? Nee, aber hier, ich hatte sowieso meine Augen zu. Du hättest können eine Eimer oder Motorradhelm rückwärts. Du hast selber erfunden. Ich hab so 1 Meter weg, 2 Meter, 3 Meter weg. Du wusstest, wenn ich weg war, du wusstest diese Seite, du wusstest diese Seite. Hast du selber gespürt, ja, oder? Bro, du warst so weit weg. Ich hab einfach gespürt, du bist
durch, aber da war Licht, Kamera, Publikum. Deswegen, ich weiß, Tisch endet hier. Ich glaube, du bist diesen Weg gegangen, oder? Ja. Ja. Ein Applaus. Und einer von die macht das jeden Tag. Aber das ist schon echt krass. Also wenn man nichts sieht, das ist mir auch gerade aufgefallen, du achtest halt echt auf alles so. Ne? Also, wie kann man das verbessern? Wie hast du das gelernt? Die Orientierung durch Hören? Probier es selber mal. Nimm einen Schal. Ach, stimmt, du hast sieben Tage lang. Sieben Tage habe ich durchgezogen. Du merkst, wenn du nicht mehr sehen kannst, dass hier offen ist und hier eine Wand ist. Auch wenn du es nicht siehst. Du merkst es wirklich. So bewegen sich ja Fledermäuse fort mit Echo. Ryan, das, was du ja gerade gezeigt hast, das ist ja dieses Klicksonar, ne, was auch Fledermäuse machen, das gibt das Lernen auch Blinde. Ich habe das mal angefangen zu lernen, dass diese Schnalzen mit der Zunge. Ich habe das mal angefangen zu lernen, habe das aber nicht mehr zu Ende gemacht. Aber das machen ganz viele Blinde und es gibt auch Blinde, die sich zum Beispiel nur mit diesem Klicksonar orientieren und teilweise auch ohne Stock laufen. Okay, Nico, wenn ich dich fragen darf, behalte einfach dein Gehstock und Mikrofon. Es gibt meterlang hinter dir gar nichts. Es ist eine leere Halle hinter dir, das ist gar nichts. Ich würde dich bitten, 5 Schritte rückwärts zu laufen. Ja. Und dann 5 Schritte wieder vorwärts. Okay. Bitteschön. Da kann ich schon direkt was zu sagen. Obwohl, nein, lassen wir sie nochmal, ne? Ja, okay. Sarah, du brauchst dafür kein Mikrofon. Ist wirklich nichts hinter dir, eine leere Halle, passiert nichts. Würdest du bitte 5 Schritte rückwärts laufen und dann 5 Schritte wieder vorwärts zu mir? Ja, ist gut. Viel kontrollierter. Ja, sie ist es. Sie ist es. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Also vorhin sahst du aus, als könnte er gefühlt gar nicht laufen. Und jetzt auf einmal voll selbstbewusst so. Ich dachte so, hä? Deutliche Bessere. Er wollte schon rennen. Er hat trainiert. Eben konnte er nicht zur Seite gehen. Jetzt gerade hat er fast Salto gemacht. Hast du irgendwas zu sagen zu deiner Verteidigung? Du wolltest mich noch was fragen. Ja, genau. Ja, bitte. Kennst du dich mit Akustik aus? Du hast ja eben sehr selbstbewusst was über Echo erzählt. Kennst du dich ein bisschen aus über Akustik? So Dezibel, weißt du, was Dezibel ist? Ja, das beschreibt ja die Lautstärke zum Beispiel in einem Raum. Also ne, zum Beispiel, wie viel Dezibel ist zum Beispiel ein Ventilator laut oder wie viel Dezibel ist jetzt irgendwie die Waschmaschine laut. Nico, siehst du mich? Nein. Ich mache ein Geräusch jetzt. Kannst du uns sagen, was das ist, Nico? Papier. Der kann das doch sehen, wenn er sieht so. Wie wär's damit? Tasse. Wie wär's damit? Schließ mal die Augen. Also, wenn ich tippen müsste, da ich ja weiß, dass du ein Schwert hast, würde ich sagen, das war dein Schwert. Er hat's doch gesehen. Welche Farbe haben deine Schuhe, weißt du das? Ich weiß, welche Farbe sie haben, weil meine Frau mir das gesagt hat. Was hat sie gesagt? Weiß. Wie habt ihr euch, boah, das ist eigentlich voll interessant, wie habt ihr euch denn kennengelernt und so? Also meine Frau und ich haben uns tatsächlich über Tinder kennengelernt. Über Tinder? Ja. Wie funktioniert das? Also das ist so, ich hab die App gehabt, ne, wie jeder andere auch, aber nicht ich selbst hab getindert, sondern... Aber du siehst das doch gar nicht. Meine Kumpels, mit denen ich zusammen trainiere, haben für mich getindert und meine beste Freundin, mit der ich auch zusammen studiert habe. Und die hat dann meiner jetzigen Frau ein super Like gegeben. Wie hat sie dann darauf reagiert? Also das war so, dass ich das bei mir in der Bio schon stehen hatte, dass ich blind bin und einen Blindenführhund habe und hatte dann geschrieben, wenn du mehr wissen willst dann oder dich das quasi nicht stört, dann schreib mir gerne. Und dann hat ihr ja das super Like gegeben und sie hat mich dann angeschrieben. Und dann haben wir halt erstmal hin und her geschrieben und ich würde sagen, so nach einer Woche... Oder waren es 14 Tage, ich weiß nicht mehr genau, haben wir dann uns verabredet quasi mit meinem Blindenführhund, den ich habe, der Orlando. Ja, dann haben wir uns zum Gassigehen getroffen. Und deine Frau kann sehen? Meine Frau ist sehend, ja. Kennst du dich auch mit anderen Makuladegenerationen aus, außer deiner? Also ich kenne meine und dann weiß ich noch, dass es die feuchte und die trockene gibt, aber das sind ja quasi, sofern ich informiert bin, also altersbedingte Erscheinungen, die bei so Ü70 auftreten. Ist das dein Stock? Ist das dein Blindenstock? Das ist mein eigener Blindenstock. Welche Marke? Das weiß ich nicht. Ja, ist raus.
Wie viel kostet so ein Blindenstock? Unterschiedlich, also die fangen bei 80 Euro an und es gibt auch welche, die kosten 250. Welche sind die teuren? Die teuren, also willst du einen Namen hören? Ja, was macht die aus? Marken? Also zum Beispiel gibt es den Blindenstock, das ist der kommende, der kostet so ungefähr 250 Euro. Der hat zum Beispiel einen Holzgriff, das weiß ich. Okay, ja, ich glaube, wir sind uns relativ einig, ja. Oder? Ja. Also, sagen wir rechts ist es? 100%. Ja. Auch vom Auftreten, von Mimik, Gestik, während sie nicht spricht vor allem. Von vorne bis hinten komplett authentisch. Das heißt, wir denken, dass du nicht die Wahrheit sagst und du schon. Und dann machen wir jetzt die Auflösung. Ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt. Aber hast du gut gemacht. Niemals. Wow. Niemals. Nein. Ist doch falsch. Ich war mir so sicher, Bro. Ich war mir auch voll sicher, Mann. Niemals. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Heftig. Guck mal, auch ohne Brille, ne? Ganz andere Gesichter, ne? Aber wir haben gesagt, der macht das gut. Aber der macht's gut, weil der es ist. Aber die Zuschauer werden auch alle falsch liegen. Bin ich mir sehr sicher, weil sie hat das ja wirklich bombastisch gemacht, ne? Sarah, du hast das so authentisch gespielt. Oh. Ja, dann lass erstmal unseren, der mit der blauen Brille. Also bei mir sind Halbwahrheiten. Der Unfall ist wirklich passiert. Aber halt, ich hatte eine zweite Person mit auf dem Motorrad. Aber da würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und sonst war alles halt ausgedacht. Krass, aber du hast keine Folgen jetzt wegen deinem Unfall, oder? Nein, nein. Aber hast dich gut vorbereitet? Ja. Gegoogelt oder wie? Vieles gegoogelt. Ich gehe aber nebenbei noch aufs Berufskolleg und habe da Leistungskurse Gesundheitswissenschaften, wusste daher ein bisschen und konnte halt vorher noch den Blinden ein bisschen fragen. Ne? Und zur Not hat er dann immer gesagt, ja, meine Eltern. Richtig gut gemacht. Echt gut vorbereitet. Unser nächster Kollege. Unser Dönermann. Er muss Fleisch schneiden gehen. Boah, ich bin nicht im Dönerladen, ich fange an zu studieren, jetzt im Oktober. Es stimmt sehr viel, außer dass ich blind bin, ist halt gelogen. Es ist ganz lustig, denn ich bin die Frau von Nico. Was? Deswegen weiß ich auch alles. Nein! Und die Krankheit, die ich erfunden habe, oder nicht erfunden habe, aber das ist die seines besten Freundes, deswegen kenne ich mich da auch aus. Also war es für mich ein leichtes Spiel. Ja, das erklärt einiges. Also das hat alles gestimmt, das war alles echt. Es war alles echt, nur nicht meine Geschichte. halt die Krankheit, das war die seines besten Freundes und was er erzählt hat, das hat auch alles gestimmt, dass wir uns über Tinder kennengelernt haben und so. Ja, und wir sind jetzt Warum weißt du das mit der Kfz-Steuer und er nicht? Er wusste es auch, aber er hat es nicht richtig, also nicht ausführlich genug erzählt. Okay. Das, was er gesagt hat, war ja nicht falsch. Und du fährst das Auto dann? Ich fahr das Auto, genau. Ja. Und wir sind tatsächlich seit 2 Wochen verheiratet. Oh, Glückwunsch. Wow, Glückwunsch. Glückwunsch, ehrlich. Heftig, Alter. Aber echt süßes Paar, muss man auch sagen, ne? Als sie gesprochen hat, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Ne? Ganz am Anfang hatte ich schon, der hat für mich da war kein Haken oder so. Gar nicht. Nicht einmal verhakt, aber sie ist auch sehr im Game drin, muss man sagen. Das ist das Ding. Also die haben beide quasi gewonnen, so sehe ich das. Bewegt hat und alles, es war alles so authentisch. So echt, ja. Und bei ihm, wie er gegangen ist, da dachten wir doch, die haben abgesprochen für 500 Euro, dass sie alles sagt. Das ist, dass der macht extra paar Fehler, damit sie abstaubt und die gut essen gehen. Aber ich habe mich gefragt, warum er bei dem 5 Schritte zurück und wieder vorlaufen nicht seinen Stock benutzt hat. Ich so, jetzt habe ich's. Weil er hat ihn nämlich nicht benutzt. Ach so, das habe ich in dem Moment einfach, glaube ich, nur irgendwie außer Acht gelassen. Ich meine, ich habe ja innerlich gezählt 1, 2, 3, 4, 5 und dann nach vorne wieder 1, 2, 3, 4, 5 und war mir eigentlich sehr sicher, dass ich zumindest in der gleichen Position wieder rauskomme. Ich meine, ich weiß ja, dass die Halle groß ist. Bevor wir hier reingekommen sind, ganz am Anfang, hat Sarah mir die Halle ja beschrieben. Also, als wir reingekommen, hat Sarah mir die Halle beschrieben. Ne? Und ich meine, ich höre ja auch sehr gut, dass es hallt. Und deswegen
konnte ich auch sehr gut erahnen, halt, wie groß das ist. Und ich hatte keine Angst, jetzt, wenn ich rückwärts laufe, irgendwo gegenzulaufen. Genauso wie vorwärts, weil ich ja nach meiner Schätzung gedacht habe, na, ihr sitzt ja eh noch 4 bis 6 Meter von mir entfernt. Also ich wäre nicht irgendwo gegengelaufen, da war ich mir sehr sicher. Deswegen habe ich den Stock nicht benutzt. Was mir ganz wichtig ist, haben wir irgendwas gesagt, also jetzt speziell Frage an dich, haben wir irgendwas gesagt, was unter die Gürtellinie geht, was irgendwann nicht geht oder so? Nein, auf gar keinen Fall. Also ihr müsst wissen, ich bin selber oder wir sind selber Influencer. Ich habe selber, also wir haben selber einen TikTok-Kanal, YouTube und auch Instagram und machen da Aufklärungsvideos. Wir machen ganz viel Couple-Content auch mit sehr viel Humor. Deswegen, also ich bin jemand, ich mache auch sehr viele Witze über meine eigene Beeinträchtigung. Deswegen muss ich auch zwischendurch so lachen, als ich so Sachen gesagt habe. Das fiel mir so schwer, mich irgendwie zusammenzureißen. Also alles gut und ich fand es mega lustig und ich würde behaupten, dass ich auch Sachen sage, die vielleicht auch so lustig sind oder so wie bei euch. Aber echt sympathisch, muss man sagen. Übertrieben. Richtig geil. Habt ihr alle echt gut gemacht. Wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ja, also mein Name ist auf Social Media Nikolaus Pegasos. Bei Instagram, TikTok und YouTube. Folgt mir da gerne und schaut euch meine Videos an. Also ich grüße erstmal alle meine Kollegen und auf Instagram heiße ich LinusBNDCT. Also wenn ihr sehen wollt, wie Kurden Filme machen, dann auf TikTok kurdische Schauspieler, auf Lachkick. Ja, mein Cousin und ich machen da Comedy-Videos. Gerne folgen. Ich heiße auf Instagram sa.redis und ich grüße meine Schwester. Nice. Ja, dann dankt euch allen fürs Mitmachen. Dankt euch, Jungs. Leider lagen wir falsch. War trotzdem eine sehr, sehr spannende Folge. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, Mann. Kann ich nur zurückgehen. War echt krass, ne? Da merkt man immer wieder, man muss aufpassen, was man sagt, ne? Also es ist immer so ein Ding. Aber sie hat es ja auch echt gut gemacht, muss man sagen, ne? Also nicht nur von dem, was sie gesagt hat, sondern auch, wie sie sich verhalten hat. Alles, so Gangart, wie sie geguckt es hat. Es war halt authentisch, weil sie im gleichen Haushalt dann ist. Ja. Oder eigentlich hättest du das meistern müssen heute, ne? Erste Folge direkt verloren, ne? Eigentlich so dein Gebiet, aber... Oder direkt verkackt. Nice. Ja, denkt dann, checkt die auch aus. Alles von den Jungs in der Videobeschreibung drin. Checkt auch Ryan Hayashis neue Show aus, hab ich auch gehört. Da gibt's ja was Neues. Ja, ne? Genau. Auf meinem YouTube-Kanal. Die Ryan Hayashi Show auf Deutsch. Endlich nach wie viel? 18 Monaten unterwegs mit euch. Alle sagen, Ryan, mach Podcast. Ryan, mach, wie heißt es? Vlog, Lifestyle. Ryan, mach Magic Show, Zaubervorführung. Jetzt alles zusammen. Folge 1, ganz neu seit gestern. Mit Sammy Delarue und Hamid Loco. Das war es in Thailand, das, ne? In Thailand gefilmt. Da kommen noch Celtics, da kommt noch Nahim vor in manche Folgen. Und mit euch, hey. Wow. Wir bleiben in Kontakt. Sehr, sehr gerne. Geil. Ja, checkt das unbedingt aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, dicker.